Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Flugtraining. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich werde euch den Einblick ins Modellfliegen mit einer Extra 260 präsentieren. Wir schauen uns jetzt die ersten paar Minuten die Router an und für was sie gut sind. Ich drehe dazu das Flugzeug, die Position, dass wir auch alle Router schön im Blick haben. Und wir beginnen mal mit der linken Seite des Senders oder der Fernbedienung, nennt wie ihr möchtet. Wenn ihr den linken Steuerknüppel nach oben bewegt, gebt ihr mit dem Flieger Gas. Ach, vorher übrigens fliege ich mit dem Mode 2. Es gibt auch welche, die mit Mode 1 fliegen. Das mache ich nicht. Also für diejenigen, die Mode 2 lernen wollen, macht das. Schaut dieses Video an und sonst müsst ihr weitersuchen. Tut mir leid. Genau, also. Wie schon gesagt, wenn wir den linken Steuerknüppel nach oben bewegen, geben wir Gas. Das weiß, glaube ich, jeder, für was, dass man das braucht. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem, weil jetzt können wir am Boden nicht steuern. Dafür braucht man das Seitenruder, das man ebenfalls auf der linken Seite betätigt. Wenn man den Steuerknüppel logischerweise nach links bewegt, fährt das Flugzeug nach links, wenn man es nach rechts bewegt, nach rechts. Das Schwierige ist hierbei noch, man muss umdenken, also es ist anders, wenn der Flieger von dir wegfährt, als wenn er auf dich zufährt. Genau. Ich komme da mal wieder zurück. So. Genau. Nun kommen wir zum rechten Teil des Senders. Und das ist eigentlich so ein bisschen für die Luft. Wenn wir den Knüppel nach unten bewegen, geben wir das Höhenruder an. Das heißt, wenn wir den Knüppel nach unten bewegen, fliegt das Flugzeug nach oben. Wenn wir den Knüppel nach oben bewegen, fliegt es nach unten. Genau andersrum. Dann haben wir, wenn wir den Knüppel nach links oder nach rechts bewegen, das Querruder. Das Querruder ist eigentlich mehr zum Kurvenfliegen gedacht. Denn somit kann man das Modell 90 Grad oder einfach drehen. Es ist auch praktisch für eine Rolle oder weiß der Geier was. Das werde ich euch nachher mal zeigen, wenn wir dann starten. Jetzt als erstes würde ich euch mal raten, wenn ihr noch gar nie geflogen seid und es aber unbedingt lernen möchtet, dass ihr mal am Boden so ein bisschen rumfährt. Denn das gibt schon mal ein bisschen einen Einblick dazu, wie denn das Fliegen später auch wird. Und ja. Ihr braucht das Rollen natürlich dann auch, um an die Startposition zu rollen. Also ein ziemlich wichtiger Punkt, den ihr auf jeden Fall können müsst, zum Modellfliegen. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir starten mal unsere Extra 260 und ich werde euch die ersten Kunstflugmanöver mal zeigen. Zuerst werden wir mal normal fliegen. Also ohne Rückenflug und weiß der Geier was. Ich würde euch zuerst mal empfehlen, ihr macht mal eine große Runde mit dem Flieger. Probiert dann zu landen. Und startet dann wieder.
Das macht ihr dann ein paar Mal, bis ihr es dann richtig gut könnt. Wenn ihr das denn könnt, dann könnt ihr mal anfangen mit so ein bisschen normalem Fliegen, Kurvenfliegen und weiß der Geier was. Kurven fliegt man übrigens, wenn man den rechten Knüppel nach links oder nach rechts bewegt, also für das Querruder, dann kann man den Flieger drehen. Dann mit dem Höhenruder ein bisschen nachhelfen, dass die Kurve dann schön beendet wird. Genau. Gut, jetzt kommen wir aber noch zum Teil, wo man vor dem Fliegen machen sollte. Und zwar ist das das Trimmen. Auf der Seite von eurem Sender habt ihr solche Knöpfe oder solche Schiebregler, die ihr benutzen müsst, wenn das Flugzeug nicht geradeaus fliegt. Das könnt ihr testen, indem ihr ziemlich weit nach hoch oben fliegt und dann einfach mal die Knüppel loslässt gleich. So, ich komme hier mal und lasse jetzt die Knüppel los und ich sehe dann, was das Flugzeug macht und dann muss ich das entsprechend so austrimmen, dass es schön gerade nach gerade, dass es schön gerade ausfliegt. Entschuldigung. Und noch ein bisschen Höhe. Genau, jetzt fliegt mein Flugzeug perfekt geradeaus. Und jetzt könnt ihr eigentlich das Training eben beginnen mit Landen, starten oder wenn ihr das gut könnt, einfach mal ein bisschen eine 8 fliegen, eine liegende 8. Und wenn das auch schon relativ gut klappt, könnt ihr einfach mal einen tiefen Überflug machen. Und probieren, dass sie schön in einer Linie fliegt. Und dann notfalls auch nochmal austrimmen. Gut. Wenn ihr denn das alles könnt, würde ich mal mit dem ersten Kunststück beginnen. Und zwar ist das eine Rolle. Das ist fast einer der einfachsten Figuren zum Anfangen. Beim nächsten Überflug mache ich diese Rolle. Aber ich glaube, die weiß jeder, wie die aussieht. Und zwar einfach das Querruder benutzen, rüberziehen und gucken, dass man wieder gleich endet wie in der Anfangsposition hier, gleich nochmal, zack. Dass man wirklich dann ziemlich gerade rauskommt. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr jetzt mal so rauskommt, zum Beispiel. So, da könnt ihr da eigentlich auch eine Kurve fliegen. Ich mache das viel. Denn ich kann die Rolle schon gut, aber ich mache die nicht so viel und dann, ja, man muss halt das üben. Das kann man in eine beliebige Richtung machen, das kann man so, so, ja. Kommt dann halt eben darauf an, wie man den Knüppel zieht beim Querruder. Gut, aber wenn ihr das auch relativ gut könnt und es euch bei euch auch so aussieht wie bei mir, und meine Rollen sind nicht so schön, aber eben, wie schon gesagt, ich fliege die nicht jeden Tag. Würde ich euch die nächste Flugfigur zeigen oder empfehlen, und zwar den Turn. Ihr fliegt hoch. Stampft mit dem Seitenruder in eine Richtung und macht den Motor auf Leerlauf und kommt dann wieder schön gerade runter. Und zack, fertig ist der Turn. Den könnt ihr auch gut so üben. Hier hoch. Dann drücken.
Zack. Finito. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal. Zack. Rüber. Und finito. Dann könnt ihr zwischendurch auch nochmal eine Rolle fliegen. Oder zwei. Dann wieder in den Turn. Genau. Was ihr auch noch machen könnt, ist hochfliegen und drehen und dann wieder so. Ist auch nicht so schwierig. Ihr müsst halt ausprobieren, was geht und was nicht geht, und sonst müsst ihr es üben. Das ist halt bei Modellfliegen alles Übungssache. Genau. Gut, dann die Landung ist natürlich etwas fast vom Schwierigsten im Modellfliegerbereich. Denn man muss schön sanft aufsetzen. Das geht mit der Kunstfliegermaschine besser wie mit dem Segler. Ja, bei einfach das Höhenruder ein bisschen hochziehen. Gucken, dass man nicht hüpft, wie ich gerade. Genau. Schon seid ihr gelandet und dann am Schluss vom Flug fährt ihr auch nochmal zu euch hin. Und dann habt ihr den Flug beendet und das macht ihr jetzt noch etwa ein paar Mal, bis es dann eben so aussieht wie bei mir, und das nicht nur einmal, sondern mehrmals muss es so aussehen wie bei mir. Dann habt ihr den ersten Teil geschafft vom Fliegen und ihr wisst schon mal, was ihr ein bisschen drücken müsst, wie das Flugzeug sich verhält und bla bla. Gut, ich würde dann auch sagen, das war's mit der ersten Folge Flugtraining. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen, denn das zeigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder ein neues Flugtraining. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen, das unterstützt das Projekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bye, bye.